Moin und herzlich willkommen. Im letzten Video hatte ich euch gezeigt, wie ich die Sheppach HF50 aufgebaut habe und leichte Probleme mit dem Parallelanschlag hier gehabt habe. Der ist ja richtig krumm gewesen, also wie so ein Flügel, kann man sagen. Ich habe das Problem jetzt auf eine ganz einfache Art und Weise gelöst. Es funktioniert wirklich absolut perfekt. Das Teil ist auch wirklich gerade jetzt und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch nach dem Intro. Eigentlich wollte ich ja erst diesen kompletten Parallelanschlag neu aufbauen, entweder aus Holz oder aus einer Kombination von Holz und Aluminium. Aber das hat sich jetzt wohl höchstwahrscheinlich erledigt, weil ich habe das Teil gerade bekommen. War eigentlich ziemlich einfach. Das Video wird auch nicht so lang. Endlich mal ein Video, was nicht lang wird. Ich werde dazu jetzt mal eben hier alles öffnen, um euch das zeigen zu können. So, und zwar folgendes. Hier unten befindet sich so ein Steg. Der ist mit ganz kleinen, winzigen Schrauben befestigt. Ähnlich wie diese Schrauben, die hier hinten drin sitzen. So, und jetzt kann man natürlich hingehen und diesen ganzen Parallelanschlag etwas biegen, sodass der gerade wird. Und versuchen, diese beiden Schrauben dann halt festzuziehen. Das Problem dabei ist nur, dass diese Schrauben sofort anfangen durchzudrehen. Die sind wirklich so mini. Die drehen dann durch und dann hält das nicht. Ein weiteres Problem besteht darin, dass dieser Steg, dieser lange hier, in so einer Nut reingreift. Das bedeutet wiederum, selbst wenn ich größere Schrauben nehme, kann ich ruhig drücken, wie ich will. Es geht nicht. Wenn ich die Schrauben wieder reindrehe, drückt sich das immer wieder zurück. Dieses Teil ist also praktisch gesehen zu lang. Was habe ich gemacht? Wie man hier sehen kann, auf dieser Seite habe ich von dem Steg ein Stückchen abgeschnitten. Habe dann Schrauben genommen, die ein richtig dickes Gewinde haben. Habe das ganze Teil auf einer geraden Fläche gelegt und etwas überspannt sozusagen, dass dieses Teil gerade ist, aber so 1-2 mm doch in dieser Richtung versetzt, sagen wir mal so gesehen, ja, etwas krumm ist. Dann habe ich diese Schrauben richtig fest angezogen, die greifen also wirklich wunderbar in den Kunststoff und ja, es ist gerade. Also wie gesagt, dieser Steg, der wird etwas gekürzt an einer Seite, damit die Nut ihn nicht daran hindert, da reinzugreifen. Und ja, die beiden Schrauben rein, das Ganze ausrichten und fertig. Und dass das jetzt auch gerade ist, kann ich euch zeigen. Ich nehme mal einfach solch einen Winkel hier. Ich mache hier wieder ein bisschen Krach. Und halte den jetzt mal hier dran. So, und wie man sieht, ist das jetzt absolut gerade. Da kippelt nichts mehr. In der Mitte und an den Enden habe ich komplett eine Flucht. Genauso wie es sein sollte. Zu guter Letzt bin ich dann hingegangen, habe das Teil dann hier eingespannt. So. Und habe dann nochmal diesen Winkel hier so rum befestigt mit ein paar Klammern. Oder auch Spannzwingen, je nachdem, was ihr nehmen wollt. Und habe dann hier dieses hintere Teil ausgerichtet, festgeschraubt. Ne, das ist ja verstellbar, das hintere Teil. Ja, und das war's. Da soll noch mal einer sagen, ich kann keine kurzen Videos machen. Das ist wirklich kurz gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls ihr auch Probleme hattet mit euren Parallelanschlag, dass der nicht gerade ist, so könnt ihr das ruckzuck lösen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Und baut das Teil gleich um. Ist ja wirklich nur eine Kleinigkeit. Ein bisschen kürzen, andere Schrauben rein, ein bisschen drücken, festschrauben und das Teil ist gerade. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Andy.